Noble 6, die Gegenmaßnahmen der Savannah wirken nicht ewig. Schleusen Sie sich rein und deaktivieren Sie den Funkverkehr des Kreuzers endgültig. Sobald die Korvette den Schnabel hält, leiten wir Kinnhaken Phase 2 ein. Alles klar. Dann willkommen zurück zu einer neuen Folge von Halo Reach. Oh, naja, ihr zieht doch schon ein bisschen ab. Was haben wir als Pistole, als Alternative? Andererseits könnt ihr euch da oben ja auch mal drum kümmern, ne? Wir unterstützen nämlich halt den Kill-Stealen. Schön abstauben. Ich glaube, das... als Savannah. Feindliches Funkrelais ist jetzt abgeschaltet. Verstanden. Beenden Gegenmaßnahmen. Lenken alle Kraft und Personal auf Waffen. Okay, Noble. Bringen wir die Hyperraumbombe an Bord. 6 zum Hangar. Gut. Go, go, go. Okay. Aber ihr haltet euch ja auch ganz gut. Colonel, wir sind auf dem Weg zum Hangar. Noble 5, treffen Sie sie dort. Verstanden. Unterwegs. Hat jemand Schild gecastet? Hieß. Aber gut, so viel habt ihr uns da auch nicht entgegenzusetzen. Von daher passt das, glaube ich, ganz gut. Ah. Und guck mal, was explosiv ist, sehr schön. So, weg mit euren Schilden. Aber auch ganz cool, dass tatsächlich die ja, wie gesagt, die Geräusche und alles gedämpft sind. Weltraum nun mal. Gut, sparen wir mal ansatzweise Munition und fallen hier runter. Auch schön. Wo sind eigentlich meine Leute abgeblieben? Scheinbar nicht hier. Au, au, au. Ja, irgendwie haben wir jetzt hier keinen mehr. Was mit dir? Soll ich mal die Waffen austauschen? Wie viel sind denn das jetzt noch? 6, die Schildsteuerung. Ich muss rein. Okay, munitionsmäßig ist nicht mehr gut aus. Aber wir haben jetzt alles mal aufgeräumt. Sehr gut. Müssen wir halt das Alien davon zurückgreifen. Notfalls geht das ja auch noch. Ich glaube, sonst habt ihr auch nicht allzu viele interessante Sachen hier rumliegen. Okay, bedienen wir uns nochmal. Pulverfass ist an Bord, Karne. Verstanden. 6, bringen Sie Ihren Trupp auf die Brücke.
Das Auftanken der Korvette beim Supercarrier muss manuell eingeleitet werden. Ja, Sir. 5. Schützen Sie die Bombe vor neugierigen Augen. Kein Problem. Gehört, Lieutenant? Ich bin hier ganz alleine. Also Beeilung, okay? Noble 6, bringen Sie die Korvette auf Kurs zum Supercarrier. Auf der Brücke finden Sie die Steuerung. Das ist schön. Ich glaube, dann wechseln wir direkt nochmal. Können wir die flankieren eigentlich? Können wir. Ihr könntet mal ein bisschen mithelfen. Ah, jetzt. Gut, dankeschön. Können wir einfach die Waffen wegnehmen, das ist natürlich auch ganz witzig. Oh nee. Savannah, können Sie mich hören? Ach Mist. Die Fregatte ist hin, Sex. Hätten nichts tun können. Noble, Sie stecken tief drin, ohne Deckung. Setzen Sie die Korvette in Bewegung und verschwinden Sie! Alles klar. Ja, bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Ja, vielleicht so ein bisschen mehr Deckung. Du meinst, du kannst hier unsichtbar rumrennen? Ich weiß ja nicht. Ei. Was war das denn jetzt? Granate oder irgendwas. Wieder nicht aufgepasst. Aber ich glaube, die Ecke war gar nicht mal so schlecht, muss ich ja zugeben. Wenn unsere Leute mir von vorne hin... Ja, okay, jetzt zieht doch einiges ab. Du hast es natürlich direkt auf mich abgesehen, ne? Ja, alles klar, aber zum Glück fällt dir einigermaßen. Ja, ich glaube, das kann mich dann... Bin ich wahrscheinlich einigermaßen zerlegt. Genau, und ihr fresst halt einfach so viel Kugeln. Aber auch irgendwann ist da Schluss. Los, Lieutenant. Setzen Sie die Korvette auf Auftankkurs zum Supercarrier. Okay, erstmal noch Muni holen.
Sehr gut, Noble 6. Kinnhaken initiiert. Corvette ist unterwegs. 6, unsere Mitfahrgelegenheit steht schwer unter Beschuss. Zurück zum Hangar. Okay, dann ballern wir uns halt nochmal raus. Okay, habt ihr? Sehr schön. Da ist nichts. Nicht mal ein Getarnter. Ja, ein bisschen Verlust ist immer. Ich bin auch schon gestorben. Überraschung. Okay, ja, das war's mit euch. Ist halt die Frage, was es jetzt hier erwartet. Na, das sehen wir doch alle. Okay. Da haben wir Munition. Gerne. Ich glaube, ich würde auch ganz gerne mal auf die Halbsniper wechseln. Oder wir gehen halt direkt. Ja. Halt nicht so unglaublich viel Munition. Guck mal, kann ich auch. Ah, jetzt können wir uns dahinter wieder Munition holen. Hm? Hab's wohl nicht runtergesprungen, ne? War schön näher. Guter Schuss. Geht doch. Der ist getroffen. So, einfach mal rein ins Getümmel hier. Was schon. Da oben kann man, glaube ich, auch was, ne? Irgendwas dickes, ja. Wird doch hier noch antranzen. So, Muni weiter hinten, ne? Nicht so wirklich. Autsch. Ist weg. Ja, das war knapp. Ja,
Ja, ich brauche doch wieder was anderes hier. Dankeschön. Bin da. Dieses Schiff nähert sich der Auftankroute des Allianz Supercarriers. 76 Sekunden zum Ziel. Verdammt. Ah, das war's dann also. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Der Vogel hat was abbekommen und die Düsen sind im Eimer. Man kommt also nur mit Schwerkraft hier weg. Und die Guten? Das waren die Guten. Bei aktueller Geschwindigkeit 53 Sekunden ja, zum Ziel. Ja, ja. Die schlechten Nachrichten? Der Timer ist hin. Ich muss sie von Hand zünden. Das machst du nur einmal. Wir sterben alle irgendwann. Geh lieber Sechs, die brauchen dich da unten. Hör mal, Reach war gut zu mir. Zeit, sich zu revanchieren. Nimm mir das nicht. Die sollen sich reinhängen.
Hier Kilozentrale. Alle verfügbaren Teams zum Traxus-Turm vorrücken zur schnellstmöglichen Evakuierung. Alles klar, Job. Das machen wir dann auch beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ja, da hat's ja dann den Ersten aus dem Team leider schon erledigt oder erwischt. Aber es war ja zu erwarten, dass sie es nicht alle schaffen. Ich glaube, gerade zu der Zeit war es ja bei den Singleplayer-Kampagnen dann so, dass du, wenn du in einer Gruppe warst, mindestens ein oder zwei haben es nicht überlebt, die Mission oder einen der Missionen. Okay, zumindest die Hundemarken haben wir, die Dogtags. Und vielleicht können wir die ja noch irgendwo dann abgeben, dass dann jemand Bescheid weiß. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao, ciao.